Sonne satt gab es für die Saisoneröffnung des SC Magdeburg am 17. August. Bei bestem Wetter hatte der Verein in und an die GTEC Arena zu einem bunten Rahmenprogramm geladen. Im Mittelpunkt stand aber natürlich die Mannschaft. Die war zur traditionellen Autogrammstunde angetreten und suchte den Kontakt zu den Fans. Natürlich waren auch die neuen Spieler dabei, beispielsweise Daniel Pettersson. Hier erfüllt er noch Fanwünsche und quasi im nächsten Moment läuft er zum ersten Mal vor Zuschauern in die GTEC Arena ein. Jakob! Saisoneröffnungsspiel gegen Gorenje Velenje aus Slowenien mit dem erweiterten Rumpfkader und einem angeschlagenen Yves Grafenhorst als Assistenztrainer auf der Bank. Macht nichts, der SCM ist trotzdem ein guter Gastgeber und überlässt den Slowenen das erste Tor. Alem Toksic markiert nach nicht ganz einer Minute das 1:0 für die Gäste. Der SCM drehte die Partie jedoch schnell und hatte den Gegner früh im Griff. Schon nach wenigen Minuten war man mehrere Tore in Front, auch dank Neuzugang Daniel Pettersson. Der erzielte hier sein erstes Tor in der heimischen GTEC Arena. Das 9:4 von Matthias Musche lassen wir am besten vom Spiel-Co-Kommentator Johannes Wasilewski kommentieren. Und wie Julian Schulze dazu sagen würde, Weltklasse. Okay. Apropos Matthias Musche. Er durfte abwechselnd mit Robert Weber auf der Spielmacherposition ran und zeigte, dass er auch aus der Mitte gefährlich werden kann. Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Der SCM überlegen und mit einem echten Kreisläufer-Kontertor durch Selko Musa. Auch Matze Musche drehte wieder auf. Trockener Schlagwurf aus der Mitte, schon steht es 21:15. Sieht auch in der Zeitlupe gut aus. Wie ernst Bennett Wiegert das Spiel trotz des Testspielcharakters nahm, zeigt diese Zeitstrafe für Jakob Beggerstedt. Gerechtfertigt oder nicht, Benno hat seine klare Meinung dazu. Die Youngster durften auch ran. Florian Link vertrat Dario Quenstedt in den Schlussminuten im Tor und hatte sein Erfolgserlebnis. Ihm gehörte auch die letzte Szene des Spiels, als er diesen Torwurf der Velenja vereitelt. Damit gewinnt der SCM seine Saisoneröffnung vor fast 5000 Fans mit 29:22 Toren gegen den Champions-League-Aspiranten Gorenje Velenje aus Slowenien. Nicht das letzte Duell. Am kommenden Wochenende treffen sich beide Mannschaften in Ilsenburg beim Klaus-Miesner-Gedenkturnier. Und aus guter Tradition zum Schluss hier die Stimmen zum Spiel. Ja, schon. Also ist halt ein Team, was vielleicht in der Champions League dieses Jahr zu finden ist. Wir nicht. Von daher kann man sagen, gegen ein sehr gutes Team. Hoch gewonnen. Ja, deutlich. Viel probiert. Hat auch sehr viel geklappt. 22 Gegentore sind sehr gut. Gute Abwehr. Alles gut. Kann man zufrieden sein. Beim SCM haben früher viele große Linksaußen nachher als Spielmacher agiert. Auch ein Traum von dir? Das ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt kommt bald Marco Belziak zurück. Der kann ja auch ganz gut auf der Mitte spielen, hat er schon ein, zwei Mal gezeigt. Ja, also wenn ich gebraucht werde und Benno stellt mich dahin, dann freue ich mich. Und wenn ich auf Linksaußen spiele, freue ich mich genauso. Das ist mir wirklich ganz gleich, wo ich da spiele. Bennett mit 7 Toren gewonnen, zufrieden? Ja, mit dem Ergebnis glaube ich schon. Ich weiß aber, dass wir besser spielen können, das weiß ich. Letztendlich halte ich Gorenje Velenje auch für eine gute Mannschaft, auch wenn das heute einem vielleicht nicht so vorkam. Ich habe großen Respekt vor dieser Mannschaft. Manchmal ist es einfach so, die sind nur so stark, wie man es zulässt. Vielleicht haben wir heute wenig zugelassen. Ich fand trotzdem, wir haben den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Im Tempospiel, in der Abwehr und auch im Angriffsspiel. Aber mit dem 29-22 kann ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gut leben.